Ganz im Zeichen des Skitourensports stand vergangenes Wochenende Bischofshofen. Bereits am Freitag fiel der Startschuss zum spektakulären City Speed Up Powered by Dynafit, bei dem 30 geladene Sportler am Start waren. Die Durchführung des spektakulären Skitouren-Einladungsrennen auf einer Strecke mitten im Ortsgebiet von Bischofshofen sowie auf der Paul-Außerleitner-Schanze machte den Veranstalter lange große Sorgen. Es war heuer extrem schwer, das Rennen da herzubringen, wo es jetzt ist, also sprich auf dem Marktplatz. Grund ist, man kann sich denken, zu wenig Schnee. Aber da muss ich sagen, ein dickes Dank an die Gemeinde Bischofshofen und an den Skiclub Bischofshofen und an den Tourismusverband, die es uns ermöglicht haben, dass wir da heute mit Kunstschnee die Veranstaltung da herzaubert haben. Neben dem Vorjahrsieger Nehic Kuya gingen auch die Staatsmeisterin Michaela Essel sowie Vizestaatsmeister Jakob Herrmann an den Start. Pünktlich um 19 Uhr fiel der Startschuss zum zweiten City Speed Up Bischofshofen Powered by Dynafit und die Athleten gingen auf den anspruchsvollen Rundkurs, der zweimal bewältigt werden musste. Nach einer kurzen Abfahrt und einem Flachstück ging es für die Elite der Skitourengeher so richtig zur Sache. In Führung zu diesem Zeitpunkt Jakob Herrmann vom österreichischen Nationalteam. Der Aufstieg zur Paul-Außerleitner-Schanze war aufgrund des Schneemangels extrem eisig und so mancher Sportler hatte große Probleme beim Aufstieg. Dann ging es mit mehr als 90 km pro Stunde den Auslauf der Schanze hinunter. Nach dem Aufziehen der Fälle wartete der nächste Aufstieg. 400 Stufen zum Wasserfall, der höchste Punkt der Strecke, mussten gesichert mittels Seil und Karabiner bewältigt werden. Mittels Video-Wall konnten die Zuseher im Start- und Zielbereich die gesamte Strecke sehen. Hier kommt als erster der Vorjahrsieger Kuha Nehic in die Wechselzone, dicht gefolgt von Jakob Herrmann. Nach dem erneuten Aufziehen der Fälle ging es in die zweite Runde, die sicherlich noch anstrengender werden würde als die erste. Bei den Damen führte überlegen Michaela Essel vom Nationalteam, gefolgt von Alman Angelika aus Deutschland. Und nach genau 48 Minuten und 23 Sekunden, 802 Stufen und 1200 Höhenmeter kam so wie im Vorjahr der Slowene Kuha Nehic als erster ins Ziel. Yes, last year I won the first time and ich habe letztes Jahr schon gewonnen und wollte natürlich auch heute gewinnen und habe es geschafft. Herrmann war heute sehr stark und ich musste alles geben. Ich bin sehr glücklich. Auf dem zweiten Platz Jakob Herrmann, knapp vor Andreas Hofer und Thomas Wallner. Ja, heute war vom Start weg war es gleich relativ gut. Es hat zwar leider ein paar Kollisionen gegeben, da bin ich gut davor gekommen. Und ja, anschließend waren wir halt aber in so einem 5er, 6er Paket und anschließend halt im Wasserfall mit dem Wallner Damm habe ich mich eigentlich jetzt bis zum Rennen zum Schluss durchgemischt und ich muss sagen, es war ja taktisch für mich diesmal besser wie letztes Jahr, weil letztes Jahr leider mit dem Fehl relativ am Anfang relativ viele Probleme gehabt und das ist heuer super passt. Bei den Damen gewann Michaela Essel vor Alman Angelika. Ja, schwierig. Schwierig ist diese flache Höhe. Man sieht da ein bisschen wenig für die Weltcup, so ganz klein kann ich mir auch nicht flache Höhe nicht. Ich mag es aber gerne, wenn es steil ist. Und die Spitze kann nicht, das Eisige, das liegt mir total. Ja, es war ein lässiger Bewerbung. Andrea und Thomas Kaserbacher aus Bischofshofen waren zufrieden. Also sehr gut gegangen. Das im Paarauftreten hat einen kleinen Vorteil, dass man ein bisschen zusammenwarten kann, sich ein bisschen helfen kann. Und es macht schon Spaß. Also ein extrem klasses Event und super organisiert. Mir ist ganz gewaltig gegangen, vor allem die Zuschauer, das macht es einfach aus. Gell? Die kennt auch jeder, kommt davor von den Leuten, die auf der Strecke sind sowieso und das ist ein Hit dann. Dann geht es einfach viel leichter. Es ist jetzt genau der Augenblick, wo du sagst, die letzten Läufer unmittelbar vor dem Ziel oder im Ziel. Dann keine Unfälle, dann ist es eigentlich gut gelaufen. Gell? Da hat sich jeder Aufwand, jeder Stress im Vorfeld hat sich einfach gelohnt. War eine tolle Partie, ja.